Was auch Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts komplett im Abschnitt Kingdom Hearts Chain of Memories. And a chain of events is going to go down here. Diese zwei separaten Räume schalten wir, glaube ich, noch frei. Als erstes sollten wir uns um diese Räume hier kümmern und mal gucken, in was sich das hier verwandelt. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Set aus? Ich wollte ja viele Blitzkarten. Okay. Und ansonsten Premium-Chancen habe ich überall. Ich habe das Elixier reingenommen. Stimmt, sowas. Wir haben es jetzt ein paar Tage später. Es ist noch dieselbe Woche. Ich habe zwischendurch eher Kingdom Hearts Days aufgenommen. Beziehungsweise eigentlich gerade eben. Mal schauen. Was könnte ich denn gebrauchen? Ich habe keine normalen Schatzräume mehr. Mokri-Raum lohnt sich, denke ich mal, nicht. Ich denke mal, ich habe im letzten Part schon aufgeräumt, was das angeht. Nehme ich einfach einen Premium-Raum. Ich weiß, ich habe gerade geguckt und habe im Prinzip nichts zu premiumisieren. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Blitzkarten kann ich immer noch premiumisieren und daraus ein, zwei Punkte schlagen. Auch wenn das nicht der Superprofit ist, den wir hier haben können. Warte mal, was mache ich da eigentlich? Ich wollte doch eigentlich meine Blitzwürfe haben, die ich so immer die ganze Zeit werfe. Man merkt, dass ich Days gespielt habe und eine ganz andere Steuerung drin habe. Yep, man merkt es definitiv. Bleib da, Schatten durch. Du wirst sterben, genau wie alles andere auch. Allein schon, dass ich zweimal drücken muss, um Dings zu machen. Ist jetzt wieder neu drin. Dum-dum-dum. Bum-ba-dum. Bum-ba-dum. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, ich könnte eine Kombo hier mitmachen. Ich hatte mein Set ja so perfekt ausgelegt, dass ich all die Manöver machen kann, die mir ansonsten verwehrt blieben. Das habe ich mir jetzt alles zunichte gemacht, indem ich, meine Karten falsch angeordnet habe. Mitten im Kampf jetzt, meine ich. Aber das müssen wir nur für diesen Kampf ausbaden. Für den nächsten habe ich es dann wieder drauf. Sehr schön. Es dauert ja trotzdem nicht zu lang. Und je länger der Kampf dauert, desto größer ist die Chance, dass ich diesen Bonus-Kartenraum-Kartenschlüssel da freischalte. Ihr wisst schon. Derjenige für die Räume der Begegnung. Ich glaube. Ich habe mich ja schon öfters lautstark gewundert, warum ich, nein, ich meine es zu wissen. Ich meine es herausgefunden zu haben. Warum ich nicht in der Lage bin, die zweiten Schätze von den Räumen zu kriegen. Da habe ich mich ja schon lautstark drüber gewundert. Ich habe eine neue Datei hier angefangen, weil ich nicht auf Profi spielen wollte, wie in meinem Original Chain of Memories Datei stand. Was so viel bedeutet wie, ich kann es automatisch nicht kriegen. Denn ich muss den durchgespielten Dateistand laden, da ein neues Spiel anfangen. Und dann habe ich die Chance, diese Karten zu kriegen. Auf diesem Spielstand. Nur darauf. So wie ich das jetzt verstanden habe. Was waren das für Karten? Solche Karten hier auf Select. Von Xemnas, von Zigba, von Xaldin, von Roxas hatten wir die Karte. Genauso wie ich bestimmte Karten aus Chain of Memories, also Schlüsselschwertkarten, auch nur kriegen kann. Aus Chain of Memories sage ich, aus Days nur kriegen kann, wenn ich die Days Cutscenes alle gesehen habe. Was ich nicht habe bis dato. Ich habe nur ein paar Cutscenes bis zu bestimmten Tagen aufgenommen, damit ich mit meinem Let's Play schnell nachrendern kann. Eine Premium-Chance. Sehr schön. Also, die Karten, die wir bekommen hätten, wären halt Organisationskarten. Fragt mich nicht, was sie alle konnten. Das würde ich ja eigentlich im Let's Play herausfinden. Aber es wären halt die Organisationskarten von allen Organisationsmitgliedern gewesen. Na, wir haben nur drei Blitz Level 1, also wird es ein Blitz Level 1 sein, was premiumisiert wird. Die nicht in Chain of Memories oder Rebirth auftauchen. All die wären es gewesen. Bleiben wir mal schön den KP-Rang auf treu und gucken mal, wir haben ein paar Punkte. Wie viel bringt denn das? 15 und die haben, das bringt genau gar nichts. Aber ich will mein Deck nicht so ummodeln. Ich kann aber für diese 31, die ich jetzt übrig habe, kann ich was reinnehmen.
Mal gucken, was würde sich denn überhaupt mal lohnen? Ich nehme einfach den Windstufe 6 mit. Die Blitze zu priorisieren ist wirklich eine reine Zeitverschwendung, wenn, naja, wir festgestellt haben, dass sie vorher und nachher 15 KP verbrauchen. Naja, so spielt das Leben. Hey, ansonsten hätte ich die Premium-Chance gar nicht gehabt. Das wäre ja auch im Prinzip dasselbe gewesen. Also, was soll's? Jetzt will ich die ganze Zeit mit L und R die Kamera bewegen, obwohl ich das mit den Analog-Sticks jetzt kann. Oh Gott. Gott segne die Analog-Sticks. I guess this is it. Die. Da, wann immer ich die Kamera jetzt drehen will. Was man in Chain of Memories ja nicht unbedingt so sehr muss. Na, der Feuerwurf ist ja immer noch der Schwächere, das muss man ja bedenken. Bam, 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 bam. Darum sollte ich möglichst viele mit dem Blitzwurf treffen und abschlachten. Aber ein paar Mal oft zu wechseln kann auch nicht schaden. Bum, budum. Was ich natürlich nur mache, weil ich noch zu wenige Blitzkarten habe. Was wir mal ändern sollten. Die Mori-Punkte sind weg. Ein bisschen Heilung? Ja, irgendwie habe ich sehr viel Schaden bekommen. Was aber nur daran liegt, dass ich mich wieder so ein bisschen einfinden musste hier. In die ganze Schematik, die Days nicht hat. War's das? Schade. Ich dachte, ich könnte die ganze Erfahrung liegen lassen, sodass sie gleich zu mir kommt. Wie es am Kampfesende so üblich ist, aber nein, Fehlanzeige. Wir fliegen wirklich näher am Boden. Ich weiß, das habe ich schon letztes Mal festgestellt, aber ich kann es nur wieder betonen. Die sind doch früher nicht so niedrig geflogen und wir hatten doch selbst diese Herzlosen schon bekämpft. Ich erinnere mich, dass sie nervig waren, weil sie höher flogen. Eine Schatzraumkarte. Na, dass ich das nochmal erleben darf, Mensch. Schatten durch I. Einfach mal erstmal auf den Kopf gebonkt. Schade, ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte eine Premium-Chance rauskriegen für meinen Wind. Ich mache ja eine ganze Menge Wind um diese ganzen Sachen. So. Das hat schön viel getroffen. Oh ja, so lobe ich mir meine Blitzwürfe. Oder generell meine Würfe. Oh, wie genial der war. Schon wieder ein Schatzraum. Höher level ich sogar. Das lobe ich mir auch. Und ich habe schon wieder bald ein Level-Up. Ja, Twilight Town, ich erinnere mich auch so ziemlich, dass das Level-Up Heaven war. Mal gucken, wir haben den Sturm premiumisiert für was auch immer ich den brauchen könnte. Ich hatte mir gedacht, dass ich vielleicht mal eine Kombo zusammenstelle, wo ich so ein Spezialding mache. Ich weiß nicht. Gravitas, ja. Und Stopp will ich dann auch premiumisieren, nach Möglichkeit. Und dafür werde ich dann halt jetzt meine Karten jetzt einsetzen. Dass ich in der Lage bin, solche Kombos wie, keine Ahnung, einfrieren oder sowas zu machen. Ich muss mal gucken, was ich da habe. Ich habe sie bis jetzt im Let's Play ignoriert, weil ich halt meine Würfe so sehr mag. Aber selbst wenn ich mehr Blitzwürfe kriegen kann, schadet es doch nicht, auch diese Dinger mal reinzunehmen. Und ich liebe meine Chancen, die ich kriege, die jetzt wirklich alle zu premiumisieren. Ach ja. So, jetzt habe ich ein Premium Gravitas. Sehr schön. Kostet auch genau 30. Es kann bis 31 gehen. Aber ist natürlich besser, wenn es bis 30 geht. So, ich werde erstmal gucken, was diesen Raum hier. Was der brachte. War so wahrscheinlich der Schatz, ja. Dann bleibt mir bald nichts anderes übrig, als das Ereignis zu machen. Dafür muss ich einen weiteren Raum verwandeln. Und, naja, das sollte eigentlich dann, wenn ich gerade so auf der Premium-Manier bin, ein Premium-Raum sein, wo ich eine Stufe 9 Karte für ausgebe. Ich habe ja noch drei mit Stufe 0, die ich für alles einsetzen kann. Die werden wir auch sicher noch brauchen.
Nach Twilighthorn kommen noch zwei Welten. Und erst dann erwartet uns der Final Boss des Spiels. Ja, wir nähern uns dem Ende. Rasant sogar. Denn ich glaube... Na gut, die größten Welten haben wir jetzt nicht unbedingt hinter uns. Aber dennoch haben wir schon viele Welten hinter uns. Bangs! 13 Stockwerke gibt's ja. Und wir sind auf dem 11. Aber das war ja auch kein Geheimnis. Das habe ich von Anfang an gesagt. Es gibt... Castle Oblivion hat, wenn man das Erdgeschoss mitzählt, hat es... Wobei, wird das Erdgeschoss so mitgezählt? Also es hat 26 oder 27 Stockwerke. 13 in jede Richtung. 13 in den Keller und 13 nach oben. Schade, das war schon mal keine Premium-Chance. Was Heilung angeht, da kümmern wir uns auch noch drum. Nur halt nicht sofort. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, so einen kleinen Buffer. Oh, gib mir die Premium-Chance. So. Sterbt, Klappersoldaten. Allesamt. Keiner von euch überlebt. Schön in einer Reihe bleiben, Leute. So habe ich nur am liebsten, nämlich. Au. Das war ein bisschen mies. Und kam ein bisschen unerwartet und schnell. Vor allen Dingen aber schnell. Mist, da. Wollte schon wieder eine Attacke machen, der Blöde. Bam, badam. Mogelraum? Mogelraum. Wortwörtliches Stopp. So, und jetzt, falls mir die diversen Kombos gefallen, werde ich natürlich dafür sorgen, dass ich mehrere von einer dabei haben kann. Nehme ich also den 6er. 6 lohnt sich halt am meisten, weil es die fortgeschrittenste Zahl ist. Und tu den 6er weg. Die Kombos sollen ja auch eine schöne Höhe haben, damit sie nicht so leicht ausgestochen werden. Mushu habe ich noch nicht eingesetzt. Ich habe viele von den Beschwörungen nicht eingesetzt, weil sie sehr zeitaufwendig sind. Mein Kampfstil basiert einfach nicht darauf. Entschuldigt das, aber ich bin ja nicht so der 100% Let's Player, muss man ja dann auch sagen. Kingdom Hearts 1 habe ich auch nicht 100% gemacht, unter anderem um die Kingdom Hearts komplett Story zu wahren. Weil ich da ja jemanden kennengelernt hätte sonst. Ars Arcanum. Gut, zeig mir mal, was das ist. 1 bis 6? Lass eine wilde Schlagserie von bis zu 13 Attacken auf deinen Gegner niederprasseln. Drücke Dreieck und wenn es auf dem Bildschirm aufleuchtet, ja, um eine Attacke auszuführen, ohne Aufleuchten beendest du mit Dreieck die Kombination. 1 bis 6. Das ist, ein bisschen heftig, weil das sehr leicht gestochen werden kann, so spät im Spiel, wie wir sind. War ein bisschen blöd jetzt gerade von mir, den Blitzwurf zu verschwenden. War auch eher ein Versehen. Verdammter! Hör auf mir zu entkommen! Und stell dich mir! Boah! Wenn ich direkt vor dir stehe, kannst du... Oder doch! Ja, du kannst trotzdem ausweichen. Was heißt, dann werde ich halt ein bisschen mehr perforieren müssen. Nein, du auch! Lass das mal alle sein. Oder auch nicht perforieren, weil es nur euch gab. Hey, du lauf lieber Roulette Rooms. Nimm mal die ganzen Mogelpunkte! Muss es nun immer ein Mogelpunkt sein, den ich dadurch verliere? Sehr schön. Und da haben wir schon mal ein bisschen Heilung. Ein bisschen mehr wäre natürlich auch angebracht. Machen wir auch noch. Den Durch habe ich irgendwie ein bisschen verfehlt. Aber eine ganze Menge hat das gebracht. So, jetzt erstmal alles einsammeln hier, bevor die Hälfte wieder verschwindet, wie man es gewohnt ist. So, der einzige Grund, weswegen ich Schaden kriege, ist ja, weil ich Sachen einsammle. Währenddessen habe ich keine Kartenkombinationen da und kann Schaden überhaupt kriegen. Bum, badum, Gravitas. Sehr schön, das ging sehr gut. So, dann jetzt,
Ich habe noch einen Windstufe. Ach nein. Das war ja generell das Problem. Für den Windstufe 8 muss ich was ich jetzt drin habe, ablegen. Das können wir natürlich noch machen, aber erst nach einem weiteren KP-Upgrade. Die restlichen Lebenspunkte lassen wir einfach mal weg, weil ich jetzt sowieso vorhabe, mich zu heilen. Dauert ein bisschen länger jetzt zur Heilung zu kommen, mit den ganzen Karten, die ich hier noch zusätzlich im Gepäck habe. Ihr Lurche macht es mir auch nicht einfach, euch zu treffen. Und das für dich allein. Fühl dich geehrt. Dachte mir schon, dass ich in dem Kampf keinen Schaden kriege. Nun, dann geht's wohl runter. Oh, ich habe ihn noch getroffen. Er ist vielmehr reingelaufen in den Treffer, der keiner sein sollte, weil ich schon längst nicht mehr geschwungen hatte eigentlich. But okay, I'll take it. Ich beschwere mich nicht über Sachen, die mich beglücken. Bum, 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 bum. Autsch. Klappersoldaten, ihr solltet damit aufhören. Das bringt keinen von uns was. Oh, eine schöne Reihe. Und du. Stirb. Sehr schön. Komm her, Erfahrung. Roulette-Chance. Das lief gut. So, was haben wir noch? Ja, wir haben die maximale Anzahl an Raumkarten. Bumm. Ich habe noch ein Vita. Ein zusätzliches Vita? Kostet mehr. Natürlich geht es immer so in Richtung Feuer oder so. Die Schlüsselschwerter sind ja teilweise schon Premium. Das dann nicht. Ja, ich habe noch ein paar höherlevelige Schlüsselschwerter, die ich auf jeden Fall in Premiums verwandeln könnte. Sowieso jetzt nicht, weil der Raum ist so ziemlich erledigt. Und jetzt geht es in den Ereignisraum. Gleich... Nein, höher als 5 und unter 5. Dann irgendeine blaue. Und der Schlüssel. Öffne dich! What's wrong? Something feels really strange. I'm sure I don't know this place, but it's starting to feel like it's familiar to me. You must have come here sometime before. No, and that's what's strange. It could be like with Naminé. You forgot lots of other stuff, and that's why you remember this place now. No. It's different. With Naminé, my memories sort of came drifting back to me, a little piece at a time. But not now. It's not memories, just this idea that I must have been here before. So, feeling nostalgic? Sora, a question then for you. Your memories of Naminé or your feelings here? Which of the two of these is more real, I wonder? Naminé, of course. Whatever it is that I'm feeling, I bet it's just another one of your mean little tricks. The memory's wiles can be cruel. In its silence, we forget. In its obsession, it binds our hearts. Cut the riddles! I told you.
This place was created solely from another side of your memory. It is on the other side of your heart that the memory of this place exists. It is your heart that remembers. You're wrong! I don't know this place! If you remain bound by the chain of memories, and refuse to believe what is truly found inside your heart, then throw it away. You are not a Keyblade master, just a slave to twisted memories. Yes, exactly like my Riku. Your existence is worth nothing! Like your Riku? Worth nothing? That's enough! You're the one who changed Riku! Every word you've said is a lie! I'd never throw away my heart! I'm gonna take you down and save Riku and Naminé! That's what's in my heart! Dummerweise hat Vexen recht. Wir kennen Roxas, die andere Seite. Und da sind wir wieder. Wieder gegen Vexen. Und er fängt schon sofort wieder mit einer Nuller-Karte an. Er hat uns hier aufgelauert. Ich muss ihn schon öfter treffen eigentlich mit meinen Blitzwürfen. Gerade die zählen doch. Ich darf ihn nicht zum Angriff kommen lassen. Wie beim letzten Kampf. Aber er fliegt zu sehr rum. Lass dich öfter treffen, Vexen. Und hör auf mit deinen Nuller-Karten. Die will hier niemand sehen. Ich habe schon all meine Blitze verbraucht. Ja, das kennen wir ja. Es kann auch sein, dass ich wieder einmal zwei Versuche brauche. Der hat eine sehr hohe Combo am Laufen gehabt. Und hat schon einmal meinen Schallschock abgeblockt. Im Moment muss ich es jetzt mit meinen restlichen Schallschockkarten noch schaffen. Aber er hat schon eine Nuller da. Er kann sie nur noch nicht einsetzen. Ich habe nur gewartet, bis du genau die Nuller weglegst. Na, willst du es wagen? Verdammt. Ich bin ihm zwar ausgewichen, aber ich bin nicht zufrieden, weil mein Elixier weg ist. Nun, ich nutze gerne mal die Fläche von Twilight Town, um dem viel besser auszuweichen, als ich es sonst jemals könnte. Okay, das hat geklappt. 6, 14, 21. Was natürlich wieder nichts bringt, weil es verschiedene Schlüsselschwerter, keine verschiedenen waren. Allein deswegen werde ich den Kampf jetzt schon verlieren, habe ich das Gefühl. Nun, es betäubt ihn. Und ich genieße die Melodie, die wir hier haben. Um es mit Schallschock zu beenden, fehlt mir tatsächlich eine ganze Menge. Okay. Dann gehe ich erstmal hinter dich. Nicht so schnell! Und eine Heilung. Iceblade? Was denn damit? Ich habe keine Nuller da. Das war alles, was ich hatte. Komm schon, kann ich dich noch treffen? Ja, komm. Hauptsache, du machst kein Eis. Nun, das war der beste Nutzen. Nun, Vexen. Wir haben einen Gewinner. Guck mal, was alles wieder da ist. Das Elixier hat gesprochen. Und es spricht deinen Untergang. Jetzt weiß ich wieder, wie ich es früher gemacht habe.
Das Elixier, ich hatte es immer dabei und es hat immer alles nachgestockt. Es ist ein Segen. Level up! Wechseln, ich glaube, diesmal war es das endgültig für die... Ja, das ist der Beweis. Die kriegen wir nur, wenn jemand stirbt. You have such strength, even at the mercy of your memory. None of that matters. Just put Riku back. Just put him back? The Riku you speak of has but one fate to sink into the darkness. And you will share that fate, Sora. If you continue to seek the girl Namine, the shackles will tighten. You'll lose your heart. And end up becoming Marluxia's pawn! Marluxia? What does Namine have to do with... Axel! Yo, Sora. Did I catch you at a bad time? Axel, why? I came to stop you from talking too much. By eliminating your existence. No! Don't do it! We are just nobodies who have no one to be, yet we still are. But now you can be nothing instead of just being a nobody. You're off the hook. No! Please don't! I don't want to- Goodbye. What are you? What are you people? Don't know. I wonder about that myself. Damit ist Nummer 4 Wechseln tot. Das ist schon heftig, wenn man so drüber nachdenkt, dass man früher mal mit denen zusammengearbeitet hat. In, sagen wir mal, Days Mission als Roxas. Und sie dann jetzt sterben zu sehen. Naja, eigentlich nur ihn, aber dennoch, ihr versteht schon, was ich meine. Was sagt die Karte? Wir haben den einen Raum, den wir sehen können, da unten jetzt. Aber warum... Ich weiß nicht, warum der eine ausgegraut ist. Das da unten ist dann wahrscheinlich das Refugium des Siegers? Wir werden es gleich sehen, aber der eine Raum ist noch verborgen und das, Und das beschäftigt... Ach nein, die kommen jetzt alle in eine Reihe. Ach so, natürlich, weil ich in dem anderen Raum hier noch nie war. Ah, das erklärt alles. Ich schätze mal, ich mache den Schatzraum auf. Ein Schatzraum in Twilight Town? In Twilight wollte ich jetzt sagen. Könnt ihr mir doch was bringen? Ich wünschte nur, ich hätte mehr Schatzraumkarten. Mogelpunkte, die ich endlich mal einsammeln darf. Yay! Es geht auch wirklich bloß, wenn keine Gegner da sind. Ja. Was soll's? Und ich schätze mal, die restlichen Kampfräume lasse ich auch Kampfräume, weil, Twilight Town-Kämpfe sehr leicht sind, aufgrund der Gegner, die hier sind. Und trotzdem sehr viel bringen. Mal gucken, ist eine Fähigkeit? Attentat. Genau das, was ich alles premiumisiert habe. Eliminiert den nächsten Gegner. Nicht immer erfolgreich. Ach so. Genau sowas gab es doch schon im Birth by Sleep, wenn ihr euch erinnert. Habe ich da nicht gemocht, eigentlich. Sollte auch hier der Fall sein. Ja. Nun, Kampfräume. Wir kennen unsere Kampfräume. Wir haben noch ein paar Schlüsselschwerter zu premiumisieren. Und ich sollte generell noch ein paar anlegen. Mindestens eins kriege ich noch hin.
Ich habe doch jetzt 25 KP wieder. Also jetzt 35 insgesamt übrig. Hier, ich kriege hier eine 21 hin. Die kostet schon mehr, 30 insgesamt. Auch 21 Kokobita. Ich habe noch Platz für 14. Keine kostet von Grund auf 14. Ja, das Level 5 war Schwert, um es genau auszuschöpfen. Die Karten sind ganz hinten, weil ich eh nicht runterkomme zu den Karten. Wenn nicht gerade ein Bosskampf ist, werde ich sie nie einsetzen. So weit sind sie unten. Ich habe einfach genug Karten für Mobkämpfe zurzeit. Jedenfalls was Twilight Town angeht. Ihr seht's ja. Ein paar Würfe, das Ganze ist geschafft, ein paar Mal perforieren, aber ich habe nie so viel eingesetzt wie bei Wechsen. Ihr habt ja diesen Part vor Augen. Gib mir das Schwert. Level 2er Anhänger. Nun, man kann es ja gebrauchen. Sonst gäbe es nicht diese eine Fähigkeit, die ich erhalten habe. Wie war es noch? Ars Arcanum. Wir kennen Ars Arcanum übrigens auch aus Birth by Sleep. Meine Güte. Viele dieser Fähigkeiten, die wir so aus Birth by Sleep und folgende kennen, die aber nicht in Kingdom Hearts 1 waren, wurden in Chain of Memories sozusagen erfunden, was Kingdom Hearts angeht. Erstmal das Level 7er. Da kann ich nämlich was anderes premiumisieren nachher. Und dann auch noch ein paar weitere reinnehmen, damit ich noch mehr Kombos habe, noch mehr Karten. Und noch mehr, womit ich gegen Bosse kämpfen kann. Aber ich glaube, wir sind so ziemlich set. Wir werden wahrscheinlich nie mehr Karten brauchen als das, was wir haben, plus ein Elixier. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir damit das Spiel durchspielen können. Dass ich damit das Spiel sogar auf Profi mal durchgespielt habe. Ich glaube, ich hatte dort nicht annähernd so viele Kombos, wie ich jetzt hatte. Also so viel Perforieren und so viel Schwertwurf. Was eine übelste Menge ist, muss man auch sagen. Ich habe mal eben aus Rage mein Keyblade weggeworfen. Ja, Keyblade und Rage. Was sage ich hier? Rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. Days hat gestartet. Also kennt ihr den Spruch. Machen wir mal die untere Reihe. Dann die sehe ich nämlich besser an. Sehr viele Premium-Chancen. Das nächste ist das Level 5er Schwert. Was ich einfach mal aus Prinzip premiumisiere, auch wenn es bessere Wahlen gäbe, nämlich Level 6er Schwerter und anderes, weil ich ja zwei Schwerter austauschen könnte, die schon premiumisiert sind. Da muss ich nur noch KP sammeln, um sie dauerhaft einzusetzen. Na 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 na. Bin aber überzeugt, dass ich das insgesamt schaffe. So. Als allererstes die drei weg. Und dann müssen wir nur noch gleichwertige Sachen ransetzen. Level 6er davon. Level 6er davon. Ein Level 7er davon. Ist schon zu viel. Nehmen wir einen Level 6er weg. Weil die so viel kostet. Da sollten wir das einfach mal so machen, damit die viel kosten, die da auch wirklich sich lohnt. Oh, aus Versehen. Die werden mir alle davon fliegen und wursteln. Nein, nur fliegen. Keine Leuchis dabei. Na gut, wenn du unbedingt willst, dann komm halt näher ran und lass dich töten. Na, ansonsten lässt das nämlich nicht. Hätte ich eigentlich sehr gemocht, wenn du das getan hättest. Oder mit dir hast machen lassen. Den Erfahrungspunkt wollte ich schon noch haben. Heilpunkt. So. Hätte eigentlich lieber gehabt, wenn es sich wirklich schon um mich gekümmert hätte. Und den Lurch, der da steht, hätte ich gerne getroffen. So in etwa. Gut, dass ich gestochen habe, sonst hätte ich ihn nicht erwischt. Dann wäre er nämlich abgetaucht. Doch keine Premium-Chancen mehr.
Bam, 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 bam. So, auch die Mütze hast du gekriegt. Und ihr sterbt jetzt alle. Mit einem Wurf beendet. Nee, kann ich nicht gebrauchen. Nee, das auch nicht. Nun, dieser Premium-Raum hat doch recht wenig lang gehalten. Ich habe einen goldenen Schlüssel? Oh Gott. Das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, ich hätte keinen. Oh Mann. Ein Glück, dass ich das noch gesehen habe, bevor ich schon im nächsten Stockwerk gewesen wäre. Weil für die nächste Welt kriege ich den Schlüssel definitiv da. Das kann ich euch bald schon garantieren. Also los. Blaue mit gleich 8. Von diesen blöden Schatzräumen habe ich keine. Dann ist es der Speicherraum. Rote gleich 1. Damit kann ich dienen, mehrfach sogar. So, ne, das gebe ich nicht, nein. War ja ein Versehen auch. Hätte natürlich auch den Joker einnehmen können, aber ich glaube, ich kriege Speicherräume wieder. Was schön ist, meine Raumkarten sind jetzt nicht mehr voll. Ich mag diesen Podestaufbau, den wir hier immer in diesem Raum haben. Blumentöpfe! Ich zerschlag euch hier alles! Mal gucken, was kriegen wir denn? Sternenstaubsturm. Schieße bis zu 3 von Donalds Feuerbällen auf die Gegner. Aha. Wenn du 3, wenn es auf dem Bildschirm aufleuchtet, in den Feuerballs treffen. Aber warte. Ich muss doch 3 Karten haben in der Kombo. Geht also ein Donut und 2 Feuer, beziehungsweise 2 Donuts und ein Feuer? Geht das? Oder muss ich eine Karte davor ansetzen? Sagen wir mal, Schlüsselschwert, Donut, Feuer. Damit das geht. Und das wäre dann die einzige Möglichkeit. Warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte, musste. Irgendwie bin ich falsch gelaufen. Hatte ich nämlich auch so ein Gefühl. Nam, nam, na, na, na. Wir machen Twilight Town noch in diesem Part fertig. Ich weiß, alles aus Twilight Town ist in diesem Part und ich weiß, dieser Part wird dann auch wieder lang. Aber hey, so ist das halt. Ich meine, beschweren tut ihr euch nicht darüber, oder? Scheiße, deine Parts sind viel zu lang. Mach sie gefälligst kürzer, wir wollen weniger von dir sehen. Warum dann überhaupt sehen? Nam, nam, nam. Bam, bam, ich weiß, ich lasse die Kampfräume Kampfräume, habe ich gesagt. Aber es hat mich dann doch gerade ein bisschen interessiert, ob ich vielleicht genügend Mogelpunkte habe, um mir irgendwas zu kaufen. Ich sehe gerade eher nicht. Ich krieg einen Kartenstapel umsonst. Das ist ein Plus. Aber ansonsten bin ich eher umsonst hier. Selbst hier gibt es diese ganzen Struggle-Poster. Hey, und wie schön, dass man durch die Gassen auch wirklich durchgucken kann und dann immer noch weitere Gebäude sieht. Ich dachte eigentlich gerade, ich hätte einen Grafikfehler gefunden, aber nö. Daran haben die gedacht. Aha. Alles schöne Schlüsselschwerter. Mal gucken. 500 Punkte. Na, wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht vielleicht das eine ums andere verkaufe. Dafür. Hm.
paar kann ich ja verkaufen davon. Vor allem, wenn ich so viel Heros habe. Nehmen wir mal das einzelne Löwenherz auch dazu. So, dann haben wir's. Dann kaufe ich mir nur das 500er. Ich bin einfach interessiert, was daran sein wird. Oh. Oh. Komplettes Löwenherz-Set. Wow. Ich kann nicht sagen... Ich habe den Level 1 dafür eingetauscht, aber ich kann nicht sagen, dass sich das nicht gelohnt hätte. Warte mal. Was? Diese Räume waren purer Bonus. Das ist ja auch interessant. Nun, dann sind wir mit Twilight Town fertig. Dann war ich also wirklich eben im Refugium? Das habe ich so nicht gemerkt. Dort, wo ich nach Wechseln rausgelassen wurde, das war tatsächlich schon das Refugium. Stimmt, ich hatte nie einen seitlichen Raum. Ich bin die beiden gerade ausgegangen und dann war's das. Oh Mann, steh ich auf dem Schlauch. Darum hat's mich eben dahin getrieben. Ja, und hier kriege ich mehr Mori-Punkte und alles. Oh Mann. Ist der Kerl dumm. Dumm, die dumm. Dann haben wir Twilight Town und Stockwerk 11 schon fast abgeschlossen. Also Twilight Town auf jeden Fall, Stockwerk 11 fast. Dann danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist soweit over and out, Leute. Tschüss.